Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Nureddin an. Und dieser heißt Park Deluxe und ist nur was für reiche Besucher, hat er geschrieben. Aber ich habe eine Privateinladung. Also ist nicht so schlimm, dass ich nicht reich bin. Aber er hier ist reich. Sieht doch ein bisschen abgehoben aus. Oh Gott, dieser Blick. Guckt er auch so komisch? Nee, der guckt verpeilt. Oh Gott. Die guckt ja richtig creepy. Okay, lassen wir das. So, wir gehen mal in den Park. Wir haben hier direkt auch das erste Gehege und den ersten Dinosaurier. Gibt es direkt einen Fleischfresser? Carcharodontosaurus. Finde ich auch mega cool. Ist eigentlich ziemlich nice, wenn man direkt hier reinkommt, dann hier den Schädel hat an der Seite und direkt hinter den ersten Fleischfresser sehen kann. Hier kommen auch direkt die ersten Beobachtungsgalerien. Können wir auch mal kurz reinschauen. Und dann hat man auch nicht so einen blöden Zaun im Weg bei der Sicht. Cooler Skin. Ich glaube, der ist hier aber alleine. Da ist auch ein paar Felsen reingebaut. Und ich finde es cool, dass du auf der Rückseite so einen Berg als natürliche Barriere gemacht hast. Dahinter haben wir dann noch eine zweite Beobachtungsgalerie und auf der linken Seite ein paar Besucherläden. Hier ist auch mit verschiedenen Wegfarben gearbeitet. Auch noch ein paar Stühle und Tische hinplatziert. Und natürlich auch in der Mitte ein bisschen Deko. Es ist auch viele Lampen platziert. Aber ich glaube, ich soll auch bei Nacht nachher nochmal rüberschauen über deinen Park, hast du geschrieben. Wir gehen mal weiter. Hier haben wir dann eine Toilette. Das darf natürlich nicht fehlen am Eingangsbereich. Und noch weitere Restaurants. Und noch eine Toilette. Schutzbunker. Und da vorne kommen wir dann auf einen Turm zu. Sieht richtig cool aus mit dieser Hintergrundlandschaft. Ich finde das mega cool, dass du es hier so runter gemacht hast mit dem Weg. Dadurch kann man die Berge so richtig perfekt sehen. Hier ist auch alles schön übergeglättet. Ich weiß, die Kamera wackelt jetzt so ein bisschen, aber die Wege sind alle wirklich richtig vernünftig noch so. Also man kann da gut drauf laufen. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Boah, ist das ein schöner Ausblick. Das hast du ja richtig gut gemacht. Auch keine Zäune im Hintergrund. Und hier fährt eine Jurassic Tour durch. Scheint ein Pflanzenfresser-Mischgehege zu sein. Mit Staugefahr. Also ich sehe auf jeden Fall Stegimoloch. Der Polacanthus ist das. Parirhinosaurus. Aber das ist echt schön mit dem See im Hintergrund und diesen riesigen Bergen. Mit Schneewipfeln. Und auch die Bepflanzung ist hier ein bisschen anders. Da bin ich gleich mal gespannt, wenn wir da durchfahren. Können wir eigentlich jetzt mal machen. Na, let's go. Hoffentlich geraten wir nicht in den Stau. Bin auch echt auf die Hotels da hinten gespannt. Das sieht richtig cool aus. Oh, 23. Dinosaurier-Gefährdung sehe ich gerade oben. Oha. Finden wir bestimmt gleich noch raus, woran das liegt. Oh, bitte nicht mich... Oh, das war knapp. Gerade so an mir vorbeigerannt. Da ist der Stau. Eine Herde von Stegis. Hier rechts, dieser wunderschöne Ausblick. Das ist richtig gut gemacht. Auch echt schön gestaltet, das Gehege. In der Mitte so eine Erhöhung. Auch mit ein bisschen Schnee oben drauf. Schön die Felsen platziert. Die Pflanzenwahl gefällt mir auch richtig gut. Fotostation hast du auch eingebaut. Ich
Ich finde das auch cool, wie du das hier mit dem Berg in der Mitte gelöst hast, mit der Ansicht. Weil ich kann jetzt auf der linken Seite gar nicht so viel sehen. Und dann ist es immer so ein bisschen Überraschung, was als nächstes kommt. Dadurch wirkt die Tour dann trotzdem nochmal mega interessant, obwohl es eigentlich nur ein Gehege ist, was gar nicht so groß ist. Wir überholen mal die Kollegen. Oh, guck mal, der Stau hat sich aufgelöst. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Und an dieser Stelle geht's dann weiter. Zwar in diese Richtung. Da kommen wir auf ein Jurassic Park Tor zu. Da hast du eine E-Mail geschrieben, ich soll da einfach durchgehen. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe übrigens gerade den Fehler gefunden, warum ab und zu diese Kamera so ein bisschen gewackelt hat. Hat einfach eine alte Version installiert von der Mod. Jetzt sollte alles gehen. Mega cool aus. Ich glaube, ich höre Dryos. Das ist ein begehbares Gehege. Oh ja, hier ist so ein Dreckweg. Oh, das erklärt wahrscheinlich dann auch diese Dinosaurierbedrohungen, weil du hier einen Weg durchgeführt hast. Ey, coole Idee. Das ist, glaube ich, ein Homalocephale. Geräuschkulisse ist auf jeden Fall schon mal cool. Voll schön, dass man hier reingehen kann. Mega gute Idee. Sind natürlich auch die perfekten Dinosaurier dafür. Vor denen hätte ich keine Angst, in echt. Weil die bestimmt auch wehtun können mit ihrem Kopf. Aber ich denke nicht, dass die Menschen angreifen würden. Da sind Dryos. Habe ich gerade einfach nur einen Glückstreffer gelandet oder habe ich die wirklich gehört? Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich die Homalocephale gehört habe und die verwechselt habe mit den Dryos. Aber es ist eine gute Dinosaurierauswahl. Homalocephale und Dryosaurus. Wie viele das sind. Richtig cool. Ist das der große Gesangschor oder was? Mega gut. Aber sind schon ganz schön groß. Hätte ich gar nicht gedacht. Na, wir gehen mal weiter. Ich glaube, die beten mich einfach an. Ich bin so wie der König. Ich gehe jetzt hier durch. Und die stehen da und beten zu mir. So, weiter geht's. Ab durch das Tor. Ist natürlich schade, dass es nicht aufgeht. Aber das ist eigentlich ja für die Jurassic Tour. Und nicht für einfach laufende Besucher. So schöne Berge wieder im Hintergrund. Die Karte ist aber auch echt nice, was so den Hintergrund angeht. Aviarium sehe ich. Oh, und Lagunen. Das sind zwei Lagunen nebeneinander in verschiedenen Höhen. Jetzt verstehe ich auch, warum du in die E-Mail geschrieben hast, dass die Wassersaurier von oben nach unten schwimmen können. Und von unten nach oben. Voll die gute Idee. Und das ist ja richtig nice, dass die dann hier trotzdem noch in beide Bereiche können. Hier ist ein schöner Haifieder. Wird aber, glaube ich, auch wieder nicht benutzen, weil du wieder eingestellt hast, dass keine Dinosaurier verhungern können. Ich fahre mal runter, vielleicht sehen wir dann was. Ansonsten können wir ja gleich auch noch nach oben gehen. Da ist die Chance, glaube ich, dann auch höher was zu sehen. Jetzt gerade sieht es auf den ersten Blick erstmal nicht so aus, als wenn hier irgendwas schwimmt. So sieht das Ganze von oben aus. Ist echt interessant mit den Höhenunterschieden. Voll die gute Idee. War bestimmt gar nicht so einfach zu bauen. Hier ist auch nochmal so ein cooler Turm. Wie ist eigentlich die Ansicht hier in diesem Turm? Weil hier so ein Gitter vor ist. Okay, die Ansicht ist ganz normal. Also das Gitter sieht man da nicht vor. Ist vielleicht auch besser so.
Ich sehe da auf jeden Fall. Take ich dies? Ich habe immer noch die Mod installiert, tut mir leid. Dann, Plesiosaurus und Mosa habe ich schon gesehen. Flieg jetzt aber mal hier so ein wenig entlang. Da müssen wir den ganzen Weg nicht laufen. Hier ist auch wieder ein bisschen uneben geworden. Vom Weg her. Aber ich finde das cool, dass du dir noch Felsen vorgemacht hast wieder. Du hast auch überall Lampen platziert. Und dann kommt man hier nochmal zu ein paar Besuchergalerien. Und nochmal mit einem Highfeeder. Dann ist man bei dem oberen Bereich. Und hier sind dann die coolen Hotels, die ich vorhin gesehen habe. Auch richtig schön hier am Rand. Eine Toilette nochmal zwischen. Das muss schön sein, wenn man dann hier eincheckt. Und dann hier oben im Pool liegt. Diese Aussicht genießen kann. Auf der anderen Seite ist einfach nur Natur. Und man kann sogar darüber gucken. Wenn man ein Fernglas oder eine Kamera oder so mitnimmt, kann man ein bisschen ranzoomen und dann kann man da hinten auch noch die Pflanzenfresser beobachten. Voll gut. Du hast das hier auch richtig cool mit den Wegflächen gemacht. Alles schön fleißig ausgefüllt. Sieht nice aus. Gehen jetzt aber nochmal hier rein. Aber mich interessiert mal, wie die da so von oben nach unten schwimmen. Oh, das ist ein Atemborosaurus. Sieht hier aber ein bisschen komisch aus unter Wasser. Ich glaube, das ist ein bisschen kaputt, dadurch, dass hier zwei Becken übereinander platziert sind. Aber sieht irgendwie trotzdem cool aus. Ah, jetzt schwimmt er von oben nach unten. Der geht hier einfach durch die Wand, das kann ich irgendwie leider gerade nicht. Aber dann ist er da wieder rausgekommen. Da schwimmt er. Sehr interessant. Der schwimmt jetzt hier gerade von unten nach oben. Kommt dann hier wieder raus. Der Mosasaurus. Gut, dass das ja jetzt so ein bisschen geglitscht ist, finde ich gar nicht so schlimm. Das sieht man ja von außen nicht. Finde die Idee aber mega cool. Einfach eine Wasserlagune mit zwei verschiedenen Ebenen. Ich kann jetzt auch nochmal eben schnell zurückfliegen. Das angucken, was wir vorhin schon besichtigt hatten. Hier wäre das begehbare Gehege. Auch eine mega gute Idee. Dann hatten wir hier das wunderschöne Mischgehege mit der Jurassic Tour. Das finde ich optisch wirklich richtig gut. Ist mega gut gelungen. Und hier ist der Eingangsbereich. Ach ja, hier hatten wir das Carcharodontosaurus-Gehege. Das finde ich auch richtig schön. Einfach weil du im Hintergrund so einen riesigen Berg genommen hast oder gebaut hast. Aber wir biegen jetzt hier mal rechts ab und gehen mal Richtung Aviarium. Nochmal eben schnell das Fernglas auswählen. Den Turm da oben hatten wir gerade schon uns hier angeguckt. Oh, durch das Aviarium geht sogar eine Tour durch. Das ist cool. Würde ich auch fast sein, dass wir die direkt fahren. Bietet sich ja an. Wir sind ja gerade hier. Da bin ich mal gespannt. Oh, da sind sogar Landdinosaurier drin. Das ist ja cool. Das ist einfach so ein bisschen gemixt. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. So viel bewegt sich hier. Aber es ist natürlich auch eine schöne Idee, das ein bisschen zu vermixen. Und in der Mitte hast du dann so einen riesigen Fels gemacht, wo die alle landen. Ich würde gerade echt gern ranzoomen, wie der Geosternbergier da sitzt, da oben. Aber geht leider nicht in dieser Perspektive.
Ist ja auch noch voll viele Felsen gebaut. Ich glaube, hier sind aber auch wieder fast alle Flugsaurierarten, die es gibt, untergebracht. Da sehe ich auch einen Tropiognathus. Apichara sehe ich. Ich glaube, hier ist echt fast alles. Autsch, hab ich gar nicht gesehen. Hab mich gerade ein bisschen erschreckt. Oh, Amargasaurus ist ja auch drin. Der ist ja auch echt winzig, ne? Wenn man den immer so im Vergleich sieht, mit dem Tourtruck. Oh, und Ankis hast du auch. Also hier gibt es wirklich viel zu entdecken. Und dann geht es da vorne, glaube ich, wieder raus. Ich habe das Gefühl, dass die Pflanzenfresser teilweise echt in Panik sind. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Flugsaurier hier rumflattern. Und dann geht's zurück. Ich glaube, das war's mit der Tour. Ja, hier nochmal eine Steilkurve. Wir kürzen mal ab. Das war's. Und dann kann man hier außen auch nochmal entlang gehen. Da hast du auch nochmal einige Beobachtungsgalerien für das Aviarium eingebaut. Aber da werde ich jetzt nicht nochmal reingehen. Ich glaube, wir haben das jetzt ausgiebig gesehen von innen. Hier ist auch eine Toilette dazwischen. Und noch einige Besucherläden und Cafés. Auch wieder schön mit Stühlen und Tischen. Und da kommt auch noch gleich das Innovationszentrum. Ich glaube, da gehen wir jetzt drauf zu. Ah, das kommt jetzt hier links. Aber ich glaube, wir müssen vorher einmal rechts abbiegen. Hier geht es nämlich auch noch zu einer Beobachtungsgalerie und einem Gehege. Hier haben wir Hyolophus. 4 Stück, so wie es aussieht. Aber man hört die Schreie gar nicht, wenn man hier drin ist. Das ist echt ein bisschen schade. Der Hintergrund ist wieder richtig gut, den Bergen. Man sieht auch wieder fast gar keinen Zaun. Nur hier rechts so ein bisschen. Das ist echt schade, dass man da nicht reingehen kann. Sieht gerade aber voll schön aus mit den Springbrunnen und dem Dampf da oben. Und schön die Sonne im Hintergrund. Wir gehen mal weiter. Ich glaube, ein paar Gehege warten uns da vorne nämlich noch. Und da haben wir Acrocanthus. Läuft ja auch gerade perfekt vor mir entlang. Auch ein sehr schöner Skin mit so dunkelgrünen Flecken. Aber dass man hier drin die Sounds nicht hört, ist echt ein bisschen enttäuschend. Dadurch geht ein bisschen Atmosphäre verloren. Und dann haben wir da vorne direkt die nächste Beobachtungsgalerie. Hier hast du noch ein bisschen Dekokram hingestellt, dass man sich hier nochmal hinsetzen kann. Und auch so ein paar Dinosaurier-Skelettschädel. Trutius sind es, glaube ich. Trutiumimus. Und Paras. Ja, die Paras sehen auch wunderschön aus, dem türkisen Streifen. Bin mal direkt zur nächsten Beobachtungsgalerie gegangen. Hier haben wir Hereras. Sind auch mega cool. Ich finde das richtig gut, dass du eigentlich bei fast allen Gehegen auf der Rückseite keinen Zaun hast. Und hier kommen wir nochmal in einen weiteren Abschnitt des Parks. Mit einem fetten Zaun und Suchus. Das ist der Jurassic Park 3 Zaun. Sieht auf jeden Fall ganz anders hier aus von der Bepflanzung. Bin ich mal gespannt. Wenn wir hier gleich mal reingucken. Wie cool ist das denn hier?
War cool, dass du hier diese Palmen noch untergebracht hast. Ist doch echt schön gemacht von der Gestaltung. Oh, da ist auch ein Spino. Würde ich sagen, fahren wir mal mit der Gyros Fernfahrt hier, dann kommen wir bestimmt alles zu Gesicht. Sieht hier auf jeden Fall ganz anders aus. Oh, und wir haben sogar Dilos hier drin. Und ein Spino da vorne. Ist halt ein krasses Mischgehege. Er legt sich, glaube ich, schlafen. Ich finde das echt schön, dass es hier komplett anders nochmal aussieht. Von der Gestaltung her. Ja, das hier ist natürlich auch ein krasses Gehege. Ich glaube, die würden sich in echt alle so zerfleischen. Oha. Mit der Gyros Fähre fahren, da tue ich mich echt immer ein bisschen schwer. Ich finde das mit den Trucks immer ein bisschen angenehmer. Die lenken sich irgendwie besser. Aber der Weg hier ist echt interessant, den man fährt. Überall schön Wasser und dichte Bepflanzung um mich herum. Boah, der kam aus dem Nichts. Hat mich fast umgerannt, der Dilo. Diese Geräuschkulisse, die dadurch entsteht, dass hier Dilos sind, finde ich auch mega gut. Auch ein richtig guter Skin. Komm, schieb mich weg. Ah, ich glaube, er will mich nicht wegschieben. Oh, ich guck mich genau an. Okay, ich glaube, wir sollten gehen. Ich glaube, der wird gleich eher böse, wenn ich weiter so mache. Das war echt eine coole Fahrt. Können wir eigentlich wieder reinrollen? Oh, können wir sogar, so ein bisschen. Und jetzt kommen wir nochmal auf so einen Turm zu. Da bin ich auch mal gespannt, wie da die Aussicht ist. Gehen wir mal direkt rein. Oh, das ist natürlich auch wieder ein Traum, ne? Das ist so schön mit dem See und den Bergen. Und da unten haben wir Velociraptoren und Rexies. Oh, hier ist auch nochmal so ein kleiner Platz, wo wir gleich rauf können. So eine Aussichtsplattform. Würde ich sagen, gehen wir da direkt mal rauf. Mal gucken, ob man da überhaupt was erkennen kann. Ich glaube aber schon. Das hast du, glaube ich, ziemlich gut hier gelöst mit den Blumendingern hier. Ja, die Raptoren kann man schon mal sehen. Sind die gerade auf Jagd? Dass die jetzt hier die Rexies angreifen. Voll cool, dass man hier dann nochmal sitzen kann. Mega gute Idee. Wir sind jetzt quasi im Gehege drin. Nur oben drüber. Da schlafen die Rexies. Die Süßen. Kann man aber perfekt sehen von hier oben. Und so sieht das Ganze von oben dann nochmal aus. Sehr coole Idee, dass man hier so reinlaufen kann in das Gehege. Doch allgemein cool, dass du hier kaum mit Zäunen gearbeitet hast. Du hast fast alles mit natürlichen Barrieren gelöst. Das war das Mischgehege, wo wir gerade durchgefahren sind. Sieht auch sehr schön aus. Und das hier waren gerade die Gehege, wo wir einmal ganz schnell durchgegangen sind. Das ist ganz schön riesig alles, ne? Ich glaube, die Karte ist allgemein sehr groß. Wir schauen noch einmal ganz kurz bei Nacht rüber. Weil es ja auch echt viel Mühe gegeben mit den ganzen Lampen, die du platziert hast. Sieht schon cool aus, wenn alle Wege so am Leuchten sind.
Die Lagune sieht auch mega gut aus. In dem Licht. Und hier hinten der Bereich, auch alles schön beleuchtet. Und ja, Leute, das war der Park von Nuridin. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Du hast wirklich richtig coole Ideen gehabt und verbaut in dem Park. Und falls ihr auch einen Park habt, den ihr mir mal einsenden wollt, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.